mein Name ist Gottbeck. Ich bin das Traumergebnis vom Parteitag. Es war zwar nur die SPD, aber ich wollte ja ganz bewusst kein Spitzenamt haben. Deswegen gehe ich auch nicht ins Kabinett. Also für die ganz niederen Dienste, das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich bleibe, was ich bin. Und das ist Ministerpräsident, Elektroniker und pfälzische Weinkönigin. Meine SPD, ich weiß, viele sagen aus meinem Munde, klingt das, wie wenn das gerade eine ganz andere Partei wäre. Ich sage meine SPD, und vor mir hat das lange keiner so deutlich gesagt, bei meiner SPD heißt es Sozialdemokratie steht für Sozialdemokratie. Und das wirkt, das hat Wirkung, die Leute fangen an zu arbeiten, zu konsumieren, die Wirtschaft ist angekurbelt und unsere Partei SPD gibt sich die größte Mühe, das zu ändern. Aber das macht nichts, wenn Sie es erst nachträglich verstehen, das spielt keine Rolle. Aber, meine Damen und Herren, auch wir selbst in der Koalition, wir haben einiges erreicht. Wir kommen mit dem Haushalt gut zurecht. Wir haben jetzt nur noch ein Minus von, sagen wir, 2 Billionen. Das sind rumgerechnet etwa rum und um 2000 Milliarden Minus im Haushalt. Das ist unglaublich. Wir wissen gar nicht, wo wir so viel Geld auf einmal schnell ausgeben können. Ja, aber, meine Damen und Herren, wir sind auch bereit, für andere Sachen einzutreten. Wir sagen zum Beispiel, wir haben uns für die Rentner eingesetzt. Die Rentner können sich auf ihr Alter verlassen. Ich habe das Arbeitslosengeld 1 verlängert, aber da kann es nicht dabei bleiben, zu sagen, 3,5 Millionen Arbeitslose sind 3,5 Millionen Arbeitslose. Wir müssen auch sagen, was sind denn 3,5 Millionen Arbeitslose? Die müssen wir mal zusammen addieren. Was da rauskommt, das ist doch interessant. Wir haben uns für Bildung eingesetzt. Gut, ich muss zugeben, bei Frau Merkel und bei Herrn Kloß bemerkt man noch nichts davon. Aber das braucht lange Zeit, deswegen sagen wir auch Tempo 130. Die SPD ist keine so schnelle Partei. Wir haben ein bedächtiges Programm. Wir sagen ganz klar, wirklich im Programm vom Parteitag gerade herausgebracht, druckfrisch herausgegeben, sagen wir wörtlich, nichts kommt von selbst und nur wenig ist von Dauer. Wir sagen, Kulturpolitik ist eine Habenbilanz. Ich sage, KMUs bedürfen der Rahmensetzung, wenn ich nur wüsste, was das bedeuten soll. Und für gerechtes Handeln sozialer Art zahlen wir in barer Benchmark. Ja, wir sagen, nach Regen kommt Sonnenschein, aber wir sagen auch, die Erde ist rund. Das sind alte Weisheiten, die wir neu beleben müssen. Das klingt vielleicht alles etwas vage, aber nur wenn Sie genau zuhören. Die Wähler nehmen es vor allem emotional auf, wenn wir ihnen sagen, Glück und Glas, wie leicht bricht das? Ja, einer der Grundsätze im neuen SPD-Programm. Gemeint ist damit auf zum fröhlichen Jagen. Fische müssen schwimmen, 2 Worte, 1 Bier. Wir müssen an die Binse der Wahrheit, wir müssen den Menschen sagen, Kreti und Pleti, leben und lassen, komm in die Gondel, mein Liebchen. Ein Küsschen in Ehren kann keiner verwehren. Der Tag geht abends zu Ende, aber nur wenn er morgens begonnen hat, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und wenn sich da Zusammenhänge spät erschließen, meine Damen und Herren, der ist reif für die SPD.